Wie soll es jetzt weitergehen? Wie sieht Ihr Plan B aus? Wir haben ja schon vor Monaten unseren Plan B aufgezeigt. Wir schlagen vor, dass man zuerst die AHV auf gesunde Beine stellt. Das heißt, dass man mehr finanzielle Mittel in die AHV fließen lässt über eine moderate Mehrwertsteuererhöhung, aber ohne die AHV auszubauen, dass man das Rentenalter flexibilisiert und dass man aber auch Mann-Frau-Rentenalter auf 65 angleicht und dass wir uns dann in einem zweiten Schritt um die zweite Säule kümmern. Zuerst einmal stellen wir fest, dass falls die Erhöhung der AHV-Renten um 70 Franken für alle vorgesehen worden wäre, wir heute gewonnen hätten. Das heißt für mich, dass wir mehr und nicht weniger AHV brauchen. Zweitens müssen wir uns auf die kommenden Auseinandersetzungen vorbereiten. Es gibt aus meiner Sicht drei rote Linien. Zuerst keine Senkung der Renten. Zweitens keine Erhöhung über 65 und drittens keine einseitige Verschlechterung der Situation, zum Beispiel der Frauen mit einer nicht kompensierten Erhöhungsrentenalter von 64 auf 65. Wichtig ist, dass man die Renten sichert, AHV sichert als erstes. Das heißt, kein Ausbau, aber die einzelnen Pfeiler, Säule 1, AHV, Säule 2 nacheinander, nicht alles in einem Paket reformiert. AHV bin ich der Meinung, dass ein Paket 65-65 und eine Mehrwertsteuer von zusätzlich 0,3% durchaus schon eine Zeit lang eine Sanierung gibt und auch mehrheitsfähig wäre. Diese Vorlage war unser Plan A und er war auch unser Plan B, weil die heutige Vorlage eben aus ganz unterschiedlichen Gründen abgelehnt wurde, ist es enorm schwierig zu sagen, wie es jetzt weitergehen soll. Das müssen wir zuerst analysieren und dann werden wir schauen. Glauben Sie dann, dass in dieser Konstellation mit diesen unterschiedlichen Gruppen, mit diesen unterschiedlichen Argumenten überhaupt jemals eine richtige Reform zustande kommt? Das ist ja genau das Problem bei der Altersvorsorge. Sie haben heute Widerstand von ganz links und von ganz rechts und dieser Widerstand wird sich dann auch wieder gruppieren bei nächsten Vorlagen. Und genau darin besteht das Problem, warum wir seit 22 Jahren keine Mehrheiten beim Volk finden. Wir haben unseren Plan auf den Tisch gelegt. Das war dieser Kompromiss, der von links bis in die Mitte hinein getragen wurde. Der Plan B der Bürgerlichen will eigentlich das Gleiche wie wir, nur ohne soziale Kompensationsmaßnahmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie das jetzt genau austarieren wollen, vor allem mit der Linken in der Romandie, die ganz klar ein Nein gemacht hat zum AHV-Rentenaltererhöhung für die Frauen. Und das jetzt unter eine Decke zu bringen, das wird sehr schwierig sein. Wir warten jetzt einmal, was Sie uns vorschlagen werden.